Für Cooper Clan Cosplayer braucht ihr erstmal ein gewisses Schwertkit. Das findet ihr hier. Ihr müsst erstmal hier zu dieser Säule der Ehre. So, dann müsst ihr das auch hier schon einfach nur einsammeln. Und Schritt 2 kommt jetzt gleich. Für Schritt 2 führt ihr einfach eine Schnellreise aus, hier zu diesem Yugaku-Tempel. Dann werdet ihr hier ankommen, dann dreht ihr euch um. Lauft erstmal da hin. Müsst hier rauf. Und dann springen und dann R2 drücken. Dann wieder springen, R2. R2. Jetzt holen wir eine bestimmte Kopfbedeckung von da ganz oben. Und zwar, wenn ihr hier oben angekommen seid, könnt ihr das hier einsammeln. Das braucht ihr schon mal. So, Schritt 3, ihr geht wieder zurück nach Izuhara und dann geht ihr hier, macht ihr eine Schnellreise zum Goldenen Tempel. Und dann müsst ihr zu diesem Geschenkeschrein. Und je weiter in der Story vorankommt, desto mehr Geschenke und andere Geschenke kriegt ihr. So, genau, dann könnt ihr hier. Ihr braucht nicht das. Auch nicht das. Das hier. Das braucht ihr. Und wahrscheinlich, wenn ihr die Story durch habt, wird das automatisch hier liegen. Also müsst ihr es dann nur noch einsammeln. Einsammeln. So, Schritt 4. Ihr müsst jetzt nach Toyotama und dann hier in der Nähe von Akashima, müsst ihr hier eine mythische Geschichte starten. Hier der unbesiegbare Gosaku. Ihr müsst da hingehen und hier erstmal mit ihm sprechen. Hier, ihr müsst euch dann hier hinsetzen. So, um dann in der mythischen Geschichte weit zu kommen, müsst ihr 6 Gehöfte abschließen, also befreien. Und zwar, der ist hier. Die sind immer mit diesem Blatt markiert. Hier das. Dann müsst ihr das hier befreien, das Gehöft. Dann das hier. Und dann hier müsst ihr Ijima Gehöft. Und dann noch das hier. Ihr müsst die erstmal alle befreien und die Schlüssel dort holen. Sobald ihr dann alle Schlüssel gesammelt habt, müsst ihr dann hier die mythische Geschichte weiter fortsetzen. Geht dann einfach hier hin. Und dann sammelt ihr hier die Rüstung ein. Und Schritt Nummer 5, ihr müsst dann hier zur Omugi-Bucht und dort zu einem Händler gehen. Zu dem da. Und dann geht ihr auf Rüstungsfarben und dann wählt ihr diese Gosaku-Rüstung aus und kauft euch Ozeanwächter. Braucht 10 Blumen dafür. Kriegt ihr ja leicht, denke ich.
So, und dann müsst ihr einfach nur noch alle gesammelten Sachen ausrüsten. Dann geht ihr hier wieder auf Schwertkits, dann hier schlauer Tanuki. Kleidung, Stirnband hatten wir. Hier Kammersichel, Stirnband. Und dann Maske hatten wir, Diebestuch. Hatten wir ja gerade gesammelt. Und bei der Rüstung diese Gazakus-Rüstung, aber in Ozeanwächter. Also hier seht ihr Ozeanwächter. So. Und da habt ihr die Trophäe. Das ist auch ein Easter Egg zu dem Spiel Sly Cooper. Auch von Sucker Punch. Okay.